hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Faszination Astronomie Online. Mein Name ist Caroline Niefke und ihr kennt das ja schon, zumindest diejenigen von euch, die häufiger dabei sind, wissen, normalerweise bin ich hier eigentlich bei dieser Vortragsreihe immer hinter den Kulissen und heute halt aber auch mal wieder im Kamerabild zu sehen. Und zwar mit einem Thema, was so eines von diesen Fragen ist, über die man plötzlich einfach mal stolpern kann. Wenn man sich nämlich zum Beispiel Fotos vom Sternenhimmel anschaut, dann stellt man fest, dass die Sterne da drauf eigentlich ziemlich farbenprächtig sind häufig. Da sind eine ganze Menge insbesondere dabei, die sehr, sehr stark bläulich erscheinen, aber es gibt halt auch einen ganzen Haufen, die rötlich sind. Wohlgemerkt heißt das jetzt nicht, dass die irgendwie knallig pink und irgendwie ja, türkisblau, was auch immer, gestreift sind, sondern halt aber auch ja, ausgeprägte Farbtöne haben. Und zum Teil können wir das halt auch mit bloßem Auge sehen, zum Beispiel bei so Sternen wie der Betelgeuse im Orion, also die da fällt uns das schon auf, dass dieser Stern irgendwie orange ist. Und bei anderen Sternen halt eben auch. Also gerade bei den helleren und im Teleskop sieht man es dann teilweise noch mal viel, viel besser. Und naja, dementsprechend, was uns letztendlich über den Weg laufen wird, ist, dass die Sternfarben, die es gibt, aber tatsächlich die Sternfarben sind, die wir hier auf dem Bild sehen. Also da gibt es ja, orange, ein ja, bisschen gelblicher, gelblich-weiß, weiß, Fragezeichen, mit einem leichten Blaustich, hier vielleicht mit einem leichten Gelbstich und dann geht es immer mehr rüber zu so einem ja, so Taubenblau und zu einem Hellblau. Also irgendwie sowas wie so ein tiefes Dunkelblau oder auch Türkis oder sowas gibt es nicht, Pink gibt es nicht, Lila gibt es nicht. Auch Neongrün ist nicht dabei. Ganz generell fehlen da irgendwie die Grüntöne. Und dementsprechend ist das doch eigentlich eine logische Frage, sich mal zu überlegen, ja, warum denn nicht? Wenn es alle anderen Farben gibt, warum gibt es keine grünen Sterne? Wir werden zu diesem Bild ganz zum Schluss tatsächlich wieder zurückkommen, denn diese einfache Frage, die streift eine ganze Menge Aspekte, die zum Teil gar nicht so unbedingt was mit Astronomie zu tun haben. Da geht es nämlich auch darum, wie zum Beispiel das menschliche Auge funktioniert oder wie Kameras funktionieren, die uns die Fotos vom Sternenhimmel machen. Und ein bisschen Physik steckt auch noch dahinter. Von daher, das nehmen wir jetzt hier heute alles mal zusammen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Und es bietet sich da tatsächlich an, mit einem Stern anzufangen, der offensichtlich nicht grün ist, der ja, vielleicht gelb ist. Den kennt ihr auch alle. Den da. Unsere Sonne. Also irgendwie, na, das ist so, schon Kinder malen die Sonne so. Also irgendwie ist uns das von Anfang an irgendwie eingeimpft, dass wir die Sonne gelb malen und uns die Sonne auch gelb vorstellen. Wenn ihr euch da eben zurückerinnert, an die Farbsequenz und knalliges Gelb gab es da auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie scheinen wir das Gefühl zu haben, die Sonne ist gelb. Jetzt weiß so ein Kind das natürlich vielleicht nicht unbedingt, dass hier die Sonne malt. Aber naja, was steckt dahinter? Sehen wir die Sonne tatsächlich so gelb? Das Problem ist ja, wenn wir uns die Sonne mal mit bloßem Auge angucken, dann müssen wir eigentlich schon nach einem Sekundenbruchteil weggucken. Die ist nämlich viel zu hell. Und so hell, dass wir sprichwörtlich also geblendet sind und ja, unser Auge überbelichtet ist, wenn man so will. Das heißt also, es kommt nichts mehr an, es ist einfach nur alles weiß. Und wir haben das Gefühl, wenn wir sie wirklich mal hingucken bei der Sonne, sieht die eigentlich eher weiß aus, wenn wir uns dazu zwingen. Also dieses knallige Gelb, das sieht man eigentlich tatsächlich gar nicht. Kann man auch ruhig mal versuchen zu dokumentieren. Ne? Also einfach mal Handykamera an den Himmel halten, wenn die Sonne tagsüber zu sehen ist und dann kriegt man genau so ein Bild dabei raus. Wohlgemerkt hier diese Farbeffekte, die hier zu sehen sind, hier diese Leuchtkreise hier, das sind Spiegelungen in der Kameralinse. Also die darf man nicht mit dem echten Bild von der Sonne hier verwechseln. So, Sonne weiß. Sonne gelb, jetzt haben wir hier erstmal schon ein bisschen durcheinander. Ne?
Und im Zweifelsfalle kennt ihr das schon, in der Astronomie löst man solche Probleme, die irgendwie mit Farben zu tun haben oder ja, gerade eben mit Farben des Lichtes, gerne mit Hilfe der Spektroskopie. Sprich, wir zerlegen das Licht von Himmelskörpern in ihre Farbbestandteile. Das geht mit der Sonne in der Natur eigentlich ganz einfach, habt ihr bestimmt auch alle schon mal gesehen, nämlich mit Hilfe von einem Regenbogen. Wie der genau entsteht, das überlasse ich der Vortragenden nächste Woche. Dazu ganz zum Schluss noch mal ein bisschen mehr, denn da wird es um genau solche Sachen gehen. Aber es ist offensichtlich so, dass bei einem Regenbogen Sonnenlicht ja, zerlegt wird, denn die Regentropfen, die kriegen das irgendwie hin, dass ja, weiße Sonnenlicht, also das, was da kommt, was wir eben auf dem Bild gesehen haben, wenn wir in Richtung Sonne schauen, was dann halt eben unsere Welt hier auf dem Planeten Erde erhält, in seine Farbbestandteile und in dem Falle hier gleich sogar zwei nur übereinander liegende Farbbögen zu zerlegen. Das liegt halt daran, dass das Licht der verschiedenen Farben, der verschiedenen Wellenlängen unterschiedlich stark abgelenkt wird und dementsprechend ja, kommt hier halt eben diese leichte Abweichung dessen raus, wo wir die einzelnen Farben sehen. Das heißt also, in dem Sonnenlicht, das weiß ist, dass wir weiß sehen, scheinen tatsächlich wirklich all diese Farbbestandteile, die wir von einem klassischen Regenbogen kennen, also so den Regenbogen malen Kinder ja auch gerne, halt, die stecken da irgendwie drin. Also wenn wir da mal hier genau hingucken, hier so der innere, der hellere von den beiden Bögen, der hat hier halt also außen hat er rot, dann geht es nach orange, gelb, grün, blau und violett. Ist also alles dabei. Also die Farben stecken da irgendwie drin. So, wie geht das? Offensichtlich haben wir es mit Licht zu tun. Und dieses Licht gemischt, also diese verschiedenen Lichtfarben, ergeben weiß. Also das nennt man Farbmischung. Da gibt es zwei Varianten von der Farbmischung. Und die ihr wahrscheinlich noch aus der Schule, aus dem Kunstunterricht kennt, die nennt man die subtraktive Farbmischung, wenn man nämlich da mit seinem Tuschkasten ist und verschiedene Farben zusammenmischt. Gerade wenn man es schafft, gerade eben den passenden Gelbton zusammen mit ja, so einer Art Blau-Türkis, Cyan und ja, dem Telekom-Pink, also Magenta, zu mischen, dann kommt so ein dunkles Braun oder im Idealfall Schwarz raus bei der Farbe, die man dann hinterher malt. Und mit Licht kriegt man das relativ einfach hin, indem man eine Lampe nimmt, die wirklich ja, weiß leuchtet und dann hält man verschiedene ja, durchsichtige, aber farblich eingefärbte Scheiben da davor. Und das ist hier mal so ein bisschen dargestellt. Also ich habe eine Scheibe hier in Cyan, also in Türkisblau und eine in Magenta, in Pink und eine in Gelb. Und wenn die sich hier so überlagern, ist das Bild, was dann hinterher da durchprojiziert wird. Und ich bekomme also so diese Farbmischung daher. Das ist aber offensichtlich nicht das, was mit dem Regenbogen passiert. Denn, Das weiße Licht, das geht hier ja nicht durch irgendwelche Farbscheiben durch, sondern ja, was wir beim Regenbogen haben, ist eher das Gegenteil. Nämlich, dass wir verschiedenfarbige Lichtquellen haben. Hier jetzt zum Beispiel halt eben in Blau, in Dunkelblau, in Rot und in Grün. Und wenn ich mit diesen verschiedenfarbigen Lampen alles gemeinsam auf eine Leinwand leuchte, dann gibt es halt von der grünen Lampe hier einen grünen Lichtkreis, von der roten einen roten und von der blauen einen blauen Lichtkreis. Und da, wo sich diese drei Lichtkreise überlagern, hier in der Mitte, da habe ich dann hinterher einen weißen Fleck auf der Leinwand. Also wenn alle drei Farben zusammen hier leuchten, ja, habe ich additive Farbmischung und es ergibt sich weiß. Das kriegt man außer mit Licht sonst eigentlich nicht hin, also diesen Trick hier anzuwenden, der klappt halt mit dem Tuschkasten nicht, sondern da brauche ich wirklich Lichtquellen für. Während ja, beim Tuschkasten, da leuchtet im Normalfall nichts, da habe ich also auch keine selbstleuchtenden Farben, sondern da brauche ich Tageslicht, die überhaupt ja, das Leuchten sichtbar machen. Heißt also, unser Regenbogen ist im Prinzip sowas wie ja, die Umkehr von diesem hier,
Also eigentlich ist da irgendwie was, was blaues Licht aussendet, rotes Licht und grünes Licht. Und das ergibt zusammen weiß. Und hinterher kriege ich das mit dem Regenbogen hin, sozusagen mal zu gucken, ja, was war denn da eigentlich alles drin? So weit, so gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie passt das eigentlich mit unserer Wahrnehmung zusammen? Denn ihr merkt das schon, wenn ich bei diesem Bild hier jetzt zum Beispiel hier an dem Grünfarbton was ändere, wenn ich da also ein Dunkelgrün draus machen würde, dann würden sich hier auch diese Mischfarben verschieben. Das gleiche wie wenn ich das Rot hier irgendwie heller machen würde oder zu Orange verschieben würde, dann würden sich diese Mischfarben hier ändern. Aber warum nehme ich das so wahr? Und wann nehme ich wirklich auch weiß wahr, also sowas wie gar keine Farbe oder einfach nur hell? Wann nehme ich das wahr? Mit meinen Augen hier, mit denen ich schaue. Und naja, jetzt wird es tatsächlich auch so ein bisschen individuell, denn na, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, Menschen empfinden Farben ja auch unterschiedlich. Und es gibt ja auch durchaus einen signifikanten Anteil der Bevölkerung, der zum Beispiel Rot-Grün-Schwächen hat. Beim Farbsehen und die Schwierigkeiten damit haben, Rot und Grün zu unterscheiden. Also gerade bei Männern ist das tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet, denkt man gar nicht. Wie nimmt das menschliche Auge eigentlich Farben wahr? So rein auf biologischer Ebene, wie funktioniert das eigentlich? Also in unseren Augen drin steckt die Netzhaut und die Netzhaut wiederum besteht aus verschiedenen lichtempfindlichen Rezeptoren, Photorezeptoren, also Photos ist Licht, griechisch. Und die wiederum schaffen es anscheinend irgendwie, hell und dunkel wahrzunehmen und auch die Farben wahrzunehmen. Tatsächlich gibt es dafür zwei verschiedene Sorten von diesen Photorezeptoren. Einmal die Stäbchen und einmal die Zäpfchen. Oh, ich sehe schon, das steht hier verkehrt, sorry. Also es sollen die lichtempfindlichen Stäbchen und die farbempfindlichen Zapfen sein. Also hier ist falsch, sorry. Das kennt ihr auch, gerade im Dunkeln, ne, wenn wir hier Astronomie betreiben. Also die reine Lichtempfindlichkeit ist etwas, was gegeben ist durch die Stäbchen. Die sind auch, ja, ich sag mal, viel, viel besser schlechten Lichtverhältnissen noch was zu machen. Also die können auch noch was wahrnehmen, wenn die anderen, wenn die Zapfen das nicht mehr hinbekommen. Dann gilt das Sprichwort, nachts sind alle Katzen grau und wir sehen nur noch hell oder dunkel, also sprich Graustufen. Sobald genug Licht da ist, dass auch die Zapfen arbeiten können, dann fängt das Farbsehen an. Und da könnt ihr ja ruhig mal drauf achten bei Gelegenheit, also in der Dämmerung zum Beispiel, wann so der Punkt erreicht ist, dass ihr tatsächlich keine Farben mehr erkennen könnt. Und wo das umschwenkt von so ganz leichten Farbschattierungen auf, ich sehe wirklich nur noch hell-dunkel. Dazu muss es aber auch wirklich komplett dunkel sein, weil unser Auge ist schon ziemlich gut und kann auch Farben tatsächlich noch wahrnehmen, wenn man es gar nicht denkt auf den ersten Blick. Aber probiert das ruhig mal aus. Also das klappt. Das mit dem Farbsehen funktioniert mit den Zapfen hauptsächlich deshalb, weil das nochmal wieder drei unterschiedliche Typen von diesen Zapfen sind. Die heißen S, M und L. Und das sind eigentlich nur Abkürzungen dafür, dass gemeint ist Short Wavelength, also kurze Wellenlängen, Medium Wavelengths, mittlere Wellenlängen und Long Wavelengths, lange Wellenlängen, also S, M und L. Und kurze Wellenlängen des Lichtes wäre hier halt sowas wie Violett und Blau und mittlere Wellenlängen wäre Grün und die langen Wellenlängen, das geht so in den Bereich Gelb und auch ein klitzekleines bisschen Rot eben auch noch mit rein. Was hier auf dieser Grafik aufgetragen ist, ist, wie empfindlich diese verschiedenen Sorten von Zapfen sind und wie sich das zusammen aufsummiert. Das ist die schwarze Kurve. Also das ist sozusagen, was alle drei zusammen wahrnehmen können. Und da seht ihr, dass diejenigen, die am besten bei grünem Licht funktionieren, hier diese mittleren, die M-Zapfen, und die bei Gelb und Rot funktionierenden L-Zapfen, dass die ungefähr gleich viel an Anteil haben,
Wobei die Kurve hier von den M-Zapfen, die ist ein bisschen breiter. Das heißt also, insgesamt gibt es tatsächlich das allermeiste von dem, was wir wahrnehmen können, das mit dem Grün klappt am besten. Die S-Zapfen hier dagegen, das ist hier nur so ein klitzekleiner Huppel. Das heißt also, das menschliche Auge kann sowas wie Blau und Violett eigentlich nur sehr, sehr schlecht wahrnehmen. Und das merkt man auch wiederum. Also wenn irgendetwas blau ist, muss es tatsächlich sehr viel besser beleuchtet sein und auch sehr oder heller leuchten selber, damit wir es vernünftig sehen können. Einfach, weil die Zäpfchen, die für das Blaue empfindlich sind, nicht ganz so viel wahrnehmen können. Und wenn alles gleichmäßig leuchten würde, dann würden wir insgesamt weniger blau sehen. Unser Gehirn gleicht das allerdings aus und ist in der Lage, trotz dieser geringen Empfindlichkeit der blauen Zäpfchen halt uns das Blau ja in unserem Wahrnehmungsempfinden dann doch wieder noch gut anzeigen zu lassen. Aber irgendwann ist es damit dann tatsächlich auch vorbei. Also da ist halt auch der Punkt erreicht. Ganz besonders gut sehen oder eben auch nicht sehen können, dass Leute, die mit Spezialteleskopen für die Sonnenbeobachtung arbeiten. Da gibt es nämlich zwei Sorten für und da merkt man das schon so ein bisschen. Die eine Sorte heißt H-Alpha, das ist leuchtendes Wasserstoffgas und das hat so ein tiefes Rot, das ja an dieser Kurve hier, da so ungefähr hier an der Stelle ist. Da merkt man schon, da ist das Grün hier schon im Keller, von dem Blau reden wir gar nicht mehr. Und auch das Rot ist hier nur noch so an der äußersten Flanke der Empfindlichkeit. Das heißt also, das menschliche Auge hat schon Schwierigkeiten, dieses Rot noch wahrzunehmen im Vergleich zu Gelb und zu Grün. Und naja, dementsprechend sieht man das halt einfach nicht mehr so gut, kann da nicht mehr so gut Details wahrnehmen. Noch viel schlimmer ist es mit der zweiten Sorte von Spezialteleskopen für die Sonne, die bei der sogenannten Calciumlinie beobachten. Das ist nämlich dann hier, an dieser Stelle hier. Und da sieht man, dass da selbst die flache, ganz flache blaue Kurve da auch schon wieder im Keller ist. Und sehr, sehr viele Leute haben mit diesen Spezialteleskopen Schwierigkeiten, die Sonne überhaupt noch zu sehen. Und manche sehen da schlichtweg gar nichts mehr an diesen Teleskopen. Wenn man dann aber eine Kamera da dran hängt, dann wird die Sonne auf einmal mit dieser Kamera wieder ganz problemlos sichtbar. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Problem, denn das, was wir mit bloßem Auge sehen, entspricht nicht immer dem, was Kameras fotografieren. Das habt ihr mit Sicherheit auch schon mal gemerkt, dass ihr euch gewundert habt. Das muss gar nichts Astronomisches sein, aber ihr macht ein Foto, sei es mit eurer Handykamera oder mit einer super teuren Digitalkamera. Die Farben, die kommen nicht immer so rüber, wie das aussieht für euch mit euren eigenen Augen. Und häufig muss man dann da hinterher noch am Computer mit den Bildern was machen, damit die Farben irgendwie so sind, wie ihr das in Erinnerung habt, dass es für euch wirklich ausgesehen hat. Heißt also, Kameras, die funktionieren nochmal wieder anders. Da sehen diese Empfindlichkeiten für die Farben nochmal wieder anders aus. Und zwar kann man grob sagen, ungefähr so. Hier ist das Gleiche jetzt nochmal hergenommen. Die durchgezogene blaue Kurve hier ist die Empfindlichkeit des Auges, wohlgemerkt jetzt halt nicht nur die Zapfen, sondern auch die Stäbchen noch mit dazu. Und das mal verglichen mit der gestrichelten Linie in Gelb hier, was Kamerachips sind von typischen Handykameras oder eben halt auch von einfachen Digitalkameras. Und da seht ihr hier dieser Wellenlängenbereich, die verschiedenen Farben, die das Auge abdeckt. Die Kurve, die geht hier runter und hört dann hier halt irgendwann bei Violett auf und hier bei Rot auf. Aber hier die gelbe gestrichelte Kurve, die bleibt hier im Violetten viel, viel höher. Das heißt also, die violette Sonne von dem Calciumteleskop, die kann so eine Kamera viel, viel besser sehen und dementsprechend halt auch ablichten. Das Gleiche gilt eben tatsächlich auch hier für alles, was außerhalb des sichtbaren Bereiches ist, im Infraroten. Also fernab dessen, was unser Auge noch wahrnehmen kann, kann diese Kamera auch hier bei diesen Wellenlängen noch was messen und dementsprechend auch sehen. Hier ist übrigens mit der dunklen Strichpunktlinie hier, ist nochmal eingetragen, sind CCD-Kamera-Chips.
Das sind so die Kameras, wie sie in der Astronomie, gerade in der Profi-Astronomie, aber halt auch in der Amateurastronomie immer noch viel eingesetzt werden. Wobei da halt auch diese CMOS-Kameras mittlerweile weit verbreitet sind. Aber da sieht man, die sind hier im Infraroten bei ja, Wärmestrahlung dann irgendwann sogar noch viel empfindlicher. Also da sieht das völlig anders aus. Heißt also, ja, die Technik, die wir so haben, die sieht irgendwie ganz andere Farben. Die sieht Farben, die für das bloße Auge gar nicht mehr sichtbar sind, weil ja, da kann das Auge gar nicht mehr wahrnehmen. Da ist diese Kurve hier bei Null. Da ist einfach nichts mehr da, was wahrgenommen werden kann. Wohlgemerkt, bei der Gelegenheit sei auch nochmal angemerkt, also diese Kurven hier, die sind jetzt halt auf 100% von der Spitze hier, von der Kurve skaliert. In Wirklichkeit ist es so, dass die gelbe und die Strichpunktlinie hier, dass die viel, viel weiter oberhalb der Kurve vom menschlichen Auge sind. Also diese beiden Kamerachip-Sorten, die sind beide sehr, sehr viel empfindlicher als das menschliche Auge. Aber das ist jetzt hier nur so ein Nebeneffekt an der ganzen Sache. Das Wichtige für uns ist hier halt tatsächlich, die Kameras, die messen eigentlich was ganz anderes. Und dementsprechend, wenn wir mit der Kamera ein Bild machen wollen, dann müssen wir das irgendwie hinkriegen, dass das, was die Kamera anzeigt, auch tatsächlich ja, dem entspricht, was wir mit dem Auge wahrnehmen. Wie macht man das? Naja, am besten macht man das so, dass man die gelbe Kurve irgendwie allerspätestens hier und auch die Strichpunktlinie auch, dass man die irgendwie hier abschneidet und hier auch. Das kann man zum Beispiel mit Filtern machen, also mit Sperrfiltern für das Infrarote oder auch hier für das Ultraviolette. Macht man auch tatsächlich, dass solche Kameras da eingebaut sind. Gibt es ganz witzige Effekte. Bei super billigen Digitalkameras, gerade bei älteren Modellen oder bei Handykameras, so von vor 5 bis 10 Jahren oder so, also den ganz alten Handys, da waren da sehr, sehr billige Kamerachips verbaut und die hatten diese Sperrfilter nicht. Und deshalb kann man mit diesen Kamerachips auch Infrarotstrahlung manchmal messen oder halt eben auch weiter in den UV-Bereich, als es das menschliche Auge kann. Und dann kann man Sachen sehen, ganz gezielt, die sonst halt eben ja, gar nicht wahrnehmbar sind und die auf Bildern gar nicht erscheinen sollten. So, was macht man dann jetzt halt aber, um das mit den Farben hinzukriegen? Ja, im Prinzip macht man sowas wie zu versuchen, das mit den Zapfen nachzubauen. Und wie macht man das? Üblicherweise, gerade bei Farbkameras, geht das so, dass man gleich schon den ganzen Kamerachip hernimmt und vor den einzelnen Pixeln von der Kamera die Farbfilter anbringt, die dann wiederum zu dem S, zu dem M und zu dem L passen. Das ist die sogenannte Bayer-Matrix. Dann nimmt man sich nämlich immer 4 einzelne Pixel von so einem Kamerachip heraus und 2 davon versieht man mit so einem Grünfilter, die dann halt nur das grüne Licht durchlassen, was zu dem M ungefähr gehört. Das passt nicht hundertprozentig ganz, aber so ähnlich zumindest. Einen davon nimmt man für das S, für das Blaue, und einen für das L, für das Rote. Da passt man dann noch so ein bisschen an, dass das irgendwie hinkommt. Und wenn man solche Farbfilter davor hat, vor dem Kamerachip, dann sieht das so aus, dass man, wenn man den Kamerachip mit allen 3 Farben beleuchtet, mit Rot, mit einer Mischung aus Rot, Grün und Blau, dann werden halt von dem roten Licht nur die Pixel angesprochen, wo der Rotfilter davor ist. Von dem grünen Licht werden die Pixel angesprochen, wo der grüne Filter da davor ist. Und von dem blauen Licht dann halt die mit dem blauen. Und so kann man dann halt hinterher daraus wiederum ein Farbbild zusammenbauen, so wie wir das empfinden, nach dem gleichen Muster. Wenn man dann nämlich sagt, ja, also hier kommt mehr Blau an, als wie Grün ankommt, dann wird das hinterher im Bild auch sichtbar. Tja, was heißt das jetzt dann also tatsächlich für unsere Farben der Sterne oder unsere Farben der Sonne zum Beispiel? Dass es da jede Menge Sachen gibt, die wir berücksichtigen müssen, ne? Denn, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wollen bei der Sonne tatsächlich mal die richtig echte Farbe sehen. Also welche Farbe sie dann tatsächlich hätte, wenn sie uns nicht blenden würde. Können wir sagen, okay, nehmen wir eine Sonnenfinsternisbrille. Ne, die kennt ihr im Zweifelsfalle, diese Brillen, die das Sonnenlicht stark abdunkeln. Und dann sehen wir die Sonne in echt. Moment. Wenn ihr die mal genau anguckt, diese Sonnenfinsternisbrillen, stellt ihr fest,
dass die häufig irgendwie so einen Farbstich haben. Also, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das sieht irgendwie lila aus oder es sieht auch mal gelblich aus. Und dementsprechend, ne, da hat man hier dann sowas. Also, auch die Sonnenfinsternisbrille, die ist nicht gefeit davor, dass das, was man da als Filter nimmt, nicht doch irgendwie auch so ein bisschen so eine Farbdurchlässigkeit da rausholt. Und dementsprechend, da muss man also aufpassen, wenn man sich die Sonne angucken will, gilt also, das, was ich in einem Teleskop mit einer Sonnenfinsternis-Filterfolie oder halt in der Sonnenfinsternisbrille sehe, das ist nicht notwendigerweise die richtige Farbe, die ich wahrnehme. Das gleiche gilt, wenn ich die Sonne fotografiere mit dem Teleskop, da kommt dann nämlich sowas mit rein, dass meine Kamera womöglich eine andere Empfindlichkeit hat und noch ganz andere Farben sieht, als wie das menschliche Auge das tut. Und dementsprechend, ja, habe ich hinterher, wenn ich das Bild nicht selber gemacht habe, auch noch den Punkt, dass ich irgendwie ein Bild sehe und mich dann fragen muss, ja, derjenige, der das Foto gemacht hat, hat der das vielleicht hinterher auch noch am Computer bearbeitet und irgendwie eingefärbt. Das wäre zum Beispiel bei diesem Bild hier der Fall. Das ist ein Foto, das habe ich von der Sonne gemacht und da würden wir jetzt sagen, okay, das ist ästhetisch hübsch, ne? Eine schöne gelbe Sonne, so wie man sie sich vielleicht vorstellt. Aber sie hat halt tatsächlich mit dem wahren Empfinden dessen, was wir wirklich sehen würden, wenn wir die Sonne einfach nur komplett ein bisschen abdunkeln würden, nicht mehr so richtig was zu tun. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde den Effekt, den idealerweise so eine Sonnenfinsternisbrille macht, nämlich sprich, ich lasse nur noch ein Hunderttausendstel des Sonnenlichtes durch und guck mal, welche Farbe da dann rauskommt, dann ist das nicht diese hier. Das ist zu gelb. Das ist sogar fast schon ein Ticken zu orange eigentlich, was wir hier sehen. Aber es sieht vielleicht ästhetisch nett aus. Ne? Was rauskommen würde, ist das hier. Das kann man nämlich berechnen, indem man versucht, all diese Effekte rauszubekommen, indem man alles mal kalibriert, sämtliche Farbempfindlichkeiten rausrechnet, dann käme das hier raus. Also eine Sonne, die fast weiß ist, die nur so einen ganz leichten Farbstich hat. Und wie dieser Farbstich aussieht, der wird jetzt tatsächlich ganz enorm davon abhängen, wie gut euer Monitor oder euer Handy-Display, mit dem ihr gerade hier das Video anguckt, kalibriert ist. Das kann so ein bisschen gelblich sein, das kann tatsächlich auch so einen leichten rosa Touch haben. Aber wie genau ihr das jetzt hier auf eurem Bildschirm wahrnehmt, das hängt davon ab. Und das ist auch nochmal so ein bisschen gemein. Ne? Also Bildschirm angucken und mit dem bloßen Auge ohne Bildschirm sehen, ist auch nochmal wieder was anderes. Aber merkt euch das ruhig mal. Also das kommt tatsächlich raus, wenn man einfach nur die Farbe der Sonne sehen wollte. Ein ziemlich blasses Gelb, eigentlich fast schon weiß. Wie kommen wir da jetzt aber eigentlich hin? Und woher weiß man das, dass es wirklich genau das ist? Naja, jetzt müssen wir aber doch die Spektroskopie auspacken. Ist nicht schlimm, keine Sorge. Ihr kennt das alles schon und wenn nicht, wir hatten hier ja schon auch den ein oder anderen Vortrag über Spektroskopie, aber machen wir das mit dem Regenbogen doch mal ja, in professionell. Also wir zerlegen mal nicht nur das Sonnenlicht nicht nur mit Regentropfen, sondern halt mit einem professionellen Spektrographen und machen das mal ganz präzise. Da kommt das hier raus, das habt ihr im Zweifelsfalle hier schon mal gesehen, ne? Die einzelnen Farben hier so in verschiedenen Streifen untereinander angeordnet. Zu dem Bild, was wir hier sehen, kann man einen ganzen Haufen zu der Technik sagen, mit der das gemacht wurde. Das soll hier aber gar nicht Thema sein. Nur so viel, nur da ist ein ganzen Haufen Blau da, da ist auch jede Menge Grün da, da ist einigermaßen was in Gelb da, dann geht das in Orange über, dann ist Rot und dann blendet das hier so aus, eben in Bereiche, die man irgendwann nicht mehr mit dem bloßen Auge wahrnehmen kann. Was halt auch auffällt, ja, da sind hier so die einzelnen dunklen Linien drin, die Fingerabdrücke der chemischen Elemente sind. Da merkt man schon, ja, also das ist irgendwie da. Ne? Aber das allermeiste Licht, das ist hier, steckt halt schon in den hellen Bereichen. Ne? Das ist da, wo hier halt wirklich auch die Farben zu erkennen sind. Wir können jetzt mal versuchen, diese Streifen, die wir hier sehen, in eine Grafik umzutragen. Und zwar in eine Grafik, die darstellt, wie hell ist denn der Streifen oder wie hell ist dieses Spektrum an einem ganz bestimmten Punkt in diesem Streifen aufgetragen gegen seine Wellenlänge. Und
Dementsprechend, wenn ich das also mal mache, also einfach hier Helligkeit messen, hier in diesem Bild, ne? Also ich fange mal hier mit dem oberen Streifen an, messe mal Helligkeit. Da kann man sich schon denken, also irgendwie hier ist vielleicht nicht so viel Helligkeit da. Hier kommt dann ein bisschen mehr und so weiter. Weil man da dann halt gucken muss, ne? Also wie ist das Bild jetzt dargestellt? Ist das auf das menschliche Auge getrimmt? Ist das auf die Kamera getrimmt? Muss ich alles rausrechnen. Wenn man das mal macht, wenn man mal versucht, das unabhängig davon, welche Kamera oder ob das menschliche Auge das anguckt, so zu übertragen, dass man wirklich einfach nur Helligkeit als Funktion der Farbe oder der Wellenlänge des Lichtes darstellt, dann kommt sowas raus wie das hier. Da muss man jetzt hier ein bisschen aufpassen. Also das, was wirklich rauskommt, ist das, was hier unter der schwarzen und farbig unterlegten Kurve ist. Also hier, da wo der Regenbogen ist mit den verschiedenen Spektralfarben, das ist das hier. Und man kann sich so ein bisschen überlegen, da wo hier so die einzelnen Zacken sind, da sind vielleicht die stärkeren von diesen Spektrallinien auch zu sehen. Und da, wo das schwarz ist, sind wir in Bereichen, die das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmen kann. Das ist also hier im UV und hier ist es im Infraroten. Da sieht man, da sind hier auch ein bisschen größere Einbrüche. Die sind zum Teil, also zum überwiegenden Teil, das hier und das hier, sind die einfach von Wasser aus unserer Erdatmosphäre. Also wenn wir die Sonne angucken, dann ist da normalerweise immer die Atmosphäre unseres Planeten im Wege und da ist Wasserdampf drin und der hinterlässt halt auch seine Fingerabdrücke. Das heißt also, das ist kein Wasser, das auf der Sonne ist, was man da dann misst, sondern das ist atmosphärisch oder terrestrisch, wie man sagt. Das hier ist CO2, das macht sich da auch noch bemerkbar, aber man sieht schon, im Großen und Ganzen kommt da hier irgendwie so eine Kurve raus, die hier so einen Verlauf hat, dass die hier irgendwie bei einer bestimmten Wellenlänge anfängt, hier so langsam hochzugehen, hier so ein Maximum hat und dann hier wieder runtergeht. Jetzt muss man da eine Sache bedenken. Das ist ja das, was wir wirklich hier auf dem Erdboden messen. Und ja, unsere Erdatmosphäre hat insgesamt nicht nur die Angewohnheit, hier diese größeren Löcher da rein zu fressen, sondern die nimmt auch insgesamt noch was weg. Und das ist das, was hier unter der orangenen Kurve ist. Das, was unter der orangenen Kurve ist, also diese schwarze Linie hier, die gibt das wieder, was wir messen würden, wenn man sozusagen auf der ISS dasselbe machen würde. Also außerhalb der Erdatmosphäre. Wenn man nichts von unserer Erdatmosphäre wegfiltern lassen würde. Dann käme also das unter der orangenen Kurve raus. Das ist insgesamt ein bisschen mehr. Und das verschiebt sich hier auch so ein bisschen. Das ist hier ein bisschen spitzer. Aber ja, so im Großen und Ganzen kann man fast schon sagen, es ist einfach nur alles insgesamt auch nochmal so ein bisschen runterskaliert. Und wenn man sich das hier mal so anguckt, ne, dann sieht man hier halt auch schon für das, was wir tatsächlich dann auf dem Erdboden messen. Ne, das ist also hier die Farben des sichtbaren Lichtes werden gut abgedeckt. Das macht unser menschliches Auge eigentlich ganz gut. Also da, wo viel Sonnenlicht ankommt, da können wir das auch alles gut wahrnehmen. Ne? Hier das mit der Infrarotstrahlung, das klappt dann nicht mehr so gut, aber es ist in Ordnung, weil hier so da, wo das meiste herkommt, da können wir eigentlich alles gut sehen. Und am allerhöchsten ist diese Kurve hier tatsächlich im grünen Bereich. Das heißt also, das meiste, allermeiste Sonnenlicht kommt von hier, aber von hier, vom Blauen, kommt natürlich gerade so vom Hellblau, Türkisen auch noch eine ganze Menge und hier vom Roten kommt eigentlich auch gar nicht so wenig. Aber am allermeisten gibt es tatsächlich im Grün. Dann wäre doch eigentlich unsere Sonne ein guter Kandidat für einen grünen Stern. Könnte man sich ja denken. Ne? Also wenn wir das meiste an Grün kriegen, warum ist die Sonne dann kein grüner Stern? Da müssen wir jetzt wieder zur Farbmischung zurückgehen. Ne? Denkt an das hier. Denkt an die Mischung dieser verschiedenen Farben. Wir haben eben nicht nur Grün, sondern wir haben auch noch Rot und Blau. Also das alles hier haben wir zusammen. Wir haben jede Menge Grün. Ein bisschen mehr als alles andere. Wir haben auch tatsächlich ein bisschen mehr Rot als Blau. Und das dann wiederum als Mischung ergibt etwas, was irgendwie hier liegen würde. So mit einem ganz leichten Gelbstich. So kommen wir dahin, indem wir all das Licht, was von der Sonne kommt, hier halt tatsächlich zusammennehmen. Also nicht nur das Grüne als Licht, sondern hier auch das Blaue und das Rote. Und das alles zusammen ergibt ja dieses blasse, leicht gelbliche, leicht rosastichige, vielleicht weiß.
ne? Oder vielleicht sogar grau, je nachdem. Ne? Also es ist fast weiß mit einem ganz leichten Farbstich. Das ist das, was rauskommt. Das klappt nur, ne, weil das Maximum tatsächlich hier halt eben auch im Grünen ist. Ne? Also auf beiden Seiten, sowohl für das Blaue als auch für das Rote, ist noch jeweils genug da. Denn, naja, jetzt können wir mal gucken, wie das bei anderen Sternen aussieht. Das können wir mit dem richtigen Sternlicht machen oder wir machen uns das Leben ein bisschen einfacher. Hier ist nämlich noch in Gelb und gepunktet darunter hier, darüber hier noch was zusätzlich eingezeichnet, nämlich ein sogenannter schwarzer Körper. Das ist eine glatte Kurve. Die liegt hier so drüber und die ist eigentlich angepasst an das Orangene hier, wobei so ganz passt sie nicht. Aber man hat mal versucht, das hier so grob so ein bisschen daran zu deichseln. Und die gehört zu etwas, was eine Temperatur von so 5600 Grad Celsius hat, in dem Falle. Und dementsprechend, wenn man also tatsächlich das Licht der Sonne anpassen, wenn man das ganz genau macht, dann kommt dabei raus, dass ein solcher schwarzer Körper mit einer Temperatur von 5778 oder 77 Kelvin, also so knapp 5500 Grad Celsius, perfekt passt, um so eine Art Einhüllende zu bilden für diese orangene Kurve hier. Das heißt also, da ist dann alles drin. Und da kommen dann zusätzlich noch die Absorptionslinien, die Fingerabdrücke der chemischen Elemente drauf. So, jetzt machen wir das Gleiche, halt aber auch mal für andere Temperaturen. Denn diese Kurven, die kann man halt eben auch sich mal ausrechnen für andere Temperaturen. Wenn der Stern also zum Beispiel ein bisschen kühler oder ein bisschen heißer wäre als die Sonne. Das sieht dann einfach nur diese Kurve, also das gestrichelte hier, das gepunktete und das gelbe darunter, das sieht dann ungefähr so aus. Also, wie gesagt, für solche schwarzen Körper, die gibt es tatsächlich in der Realität in der Natur nicht. Das ist was, das Physiker sich mal ausgedacht haben, als etwas, was selbst im Labor sehr, sehr schwer zu bauen ist. Also man stellt sich etwas vor, das gleichmäßig leuchtet, in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt, weil es eine bestimmte Temperatur hat und ja, mit dieser Temperatur so das abstrahlt, was diese Körper so abstrahlen würden. Und da kommt dann für unsere Sonne in dieser Art von Kurve hier halt die gelbe Linie bei raus. Wohlgemerkt, da muss man hier jetzt ein bisschen aufpassen. Die Kurve hat sich ein bisschen verändert in der Darstellung zu dem, was ich eben hatte. Das habe ich mit euch schon mal gemacht, dass ich diese Kurve logarithmisiert habe. Wenn ihr mal guckt, hier sind an den Teilstrichen jeweils, ist jedes Mal wieder ein Faktor 10 dran. Also das heißt, hier sind ganz, ganz viele Größenordnungen abgedeckt. Das hat auch die Form der Kurve ein bisschen verändert. Dass man also hier von 1 nach 10 und von 10 nach 100 hier so immer dieselben Abstände hat. Und dementsprechend, aber damit man das hier mal so ein bisschen besser einordnen kann, also hier mal so als Vergleich, hier eben die Kurve von der Sonne, die halt wie gesagt ihr Maximum hier beim Grünen hat, aber immer noch jede Menge Licht, aber weniger beim Blauen und Violetten und auch beim Roten und all das zusammen gibt Weiß. Jetzt können wir mal vergleichen, wie sieht es denn bei heißer aus? Bei heißer, zum Beispiel hier bei 10.000 Grad, da verschiebt sich dieses Maximum nämlich zu kürzeren Wellenlängen, also in Richtung des Violetten. Und dementsprechend, guckt euch mal die Kurve hier an. Bei der Kurve ist das da dann nämlich so, dass auf einmal hier beim Violetten das meiste ist, was an Licht kommt. Während hier das Rote zwar auch noch da ist, aber es ist deutlich weniger als das, was hier beim Violetten kommt. Das heißt, so ein 10.000 Grad Stern, der macht zwar auch Rot, der macht auch Grün, der macht auch Gelb, aber er macht viel, viel mehr Violett und Blau. Und das muss man natürlich berücksichtigen, wenn wir dann wieder unsere additive Farbmischung anwerfen. Und als Resultat kommt da dann halt hinterher ein Blau raus. Also das Violett wird sich wieder aufheben, hier zum Beispiel gerade eben auch mit dem Gelb, und dann insgesamt ein bisschen weiß machen, das also über dem eigentlichen kräftigen Blau dann drüber liegen würde, sodass diese Sterne halt immer so einen leichten, ja, leichten blassen Schimmer haben. Also es ist nie irgendwie null beim Roten an Licht da. Auch für einen ganz, ganz heißen Stern ist immer irgendwie rotes Licht da, aber es ist immer weniger als für das Blaue. Und deshalb wird der Stern immer bläulicher und immer bläulicher. Das Umgekehrte passiert, wenn ich zu kälteren, zu kühleren Sternen gehe, als wie es unsere Sonne ist. Also hier ist das Gleiche mal für 3000 Grad.
eingezeichnet. Oder jetzt muss man hier fast schon aufpassen, ne? Das sind eher so 2700 Grad Celsius, ne? muss man so ungefähr sagen. Da hat sich das hier umgekehrt. Da hat sich das Maximum der Kurve hier in den infraroten Bereich verschoben. Und dementsprechend habe ich auf einmal hier viel, viel mehr rotes Licht, das meiste ist hier, als violettes Licht. Das heißt, da gilt auch wieder, es ist violettes Licht da, bei so einem kühleren Stern, aber das Rote ist viel, viel mehr. Wenn ich da jetzt meine additive Farbmischung anwerfe, dann kommt da dann halt eben so dieses Orange raus. Kein Knallrot, sondern ein Orange als additive Farbmischung ist das, was sich ergibt. Jetzt kann man sich hier halt tatsächlich überlegen, was passiert, wenn ich zu immer kühleren Objekten gehe. Ne? Also da sieht man dann hier so, ne, für 1000 Kelvin, also sowas wie, ja, knapp 700 Grad Celsius, da ist dann irgendwann so gut wie nichts mehr da vom Blauen und Violetten. Und wir verschieben uns also immer weiter ins Rote rein. Und das mit dem Ausgleichen von den Farben in der Farbmischung wird dann irgendwann schwierig. Die rote Kurve hier, 300 Kelvin, das wäre sowas wie etwas mehr als 30 Grad, dementsprechend, das wäre sowas wie der menschliche Körper. Da könnt ihr euch mal überlegen, ja, was strahlt denn ihr so ab? Sichtbares Licht nicht wirklich, ne? Aber irgendwo ganz, ganz, ganz weit unten hier, weit außerhalb vom Bild, würde auch der menschliche Körper mit seiner Körpertemperatur dann und wann mal ein Photon, ein Lichtteilchen im sichtbaren Licht abstrahlen. Ist aber unglaublich selten und sehen wir dementsprechend nicht, ne? Weil viel, viel mehr anderes Licht um uns drum herum ist. Tja, und wie passt das jetzt zu den Sternen? Naja, eigentlich ganz einfach, ne? Weil die Sterne, die haben ja auch alle eine Temperatur. Und das Diagramm kennt ihr auch schon, wenn ihr hier häufiger mal in diese Reihe reingeschaut habt, ne? Das berühmt-berüchtigte Herzsprung-Russell-Diagramm, in dem man die Sterne anordnen kann, entweder ja, nach ihren Spektraltypen, die korrespondieren mit ihrer Oberflächentemperatur, wobei das Diagramm so gemacht ist, dass die heißen Temperaturen hier auf der linken Seite stehen und die kühleren hier auf der rechten und dann weiter oben aufgezeichnet ist die Leuchtkraft, also ja, wie hell sie leuchten würden, wie hell wir sie sehen würden, wenn sie alle in einer und derselben Entfernung stehen. Dabei ist das die Y-Achse von dem Diagramm hier jetzt eigentlich gar nicht so wichtig und auch wo die Sterne jetzt hier dann halt eben im Bereich von oben und unten sind. Es ist nur halt eben so, dass es offensichtlich eine ganze Menge Sterne gibt, von denen wissen wir, die haben irgendwie sowas wie 30.000 Grad, 10.000 Grad, aber halt eben auch sowas wie nur 3.000 Grad oder weniger. Also solche Sterntemperaturen gibt es und man sieht dann hier halt eben auch schon an der Skala hier unten, welche Farben da so in etwa bei rauskommen. Ne? Da ist dann halt eben tatsächlich kein Grün da, weil wir halt eben diese Farbmischung haben, wo genau das bei rauskommt. Ne? Also hier bei den M-Sternen, die rot sind oder orange-rot sind, wie gesagt, auch die haben einen Anteil an blauem Licht, aber er ist viel, viel kleiner als der Anteil an rotem Licht und dementsprechend gewinnt bei der Farbmischung einfach das Rot-Orange und das Gleiche umgekehrt halt eben bei den heißen blauen Sternen, die auch einen kleinen Anteil an rotem Licht haben, aber wo das Blaue gewinnt und wo die deshalb rötlich aussehen. Tja, und dementsprechend ist das Resultat tatsächlich, dass genau das, ja, die echten Farben, also auch wieder passend zu dem Sonnenbild, was ich eben gezeigt habe, die echten Farben sind zu den einzelnen Sternen mit diesen Temperaturen. Und ja, dieses kleine Kügelchen hier ist also die Sonne, die sind hier jetzt halt auch noch in der passenden Größe zueinander dargestellt für einen Hauptreihenstern, also für einen Stern in dem Herzsprung-Russell-Diagramm auf dieser Diagonalen, die da von oben links nach unten rechts geht. Und da sieht man dann hier halt eben die wirklich echten Farben, so wie wir diese Sterne sehen. Und ja, dementsprechend gilt halt tatsächlich, Grün als Sternfarbe gibt es nur deshalb nicht, weil die Sterne halt eben ja, dieser Schwarzkörperstrahlung folgen und nicht einfach nur eine ganz bestimmte Lichtfarbe aussenden, sondern halt gleich alle Farben, nur in verschiedenen Farbanteilen. Rein theoretisch würde es sowas geben wie tiefrote Sterne, also wirklich so knallrote, rosenrote Sterne oder halt auch violette Sterne. Das Problem ist, dass unser Auge da nicht mehr mitmacht. Das Auge nimmt das Violette bei ganz, ganz heißen Sternen oder auch das Tiefrote bei ganz kühlen Sternen einfach schlicht und ergreifend nicht mehr wahr. Und naja, dann gewinnt bei der Farbmischung dann halt auch wieder
gewinnen die Anteile des Lichtes, die halt einfach in einem Bereich sind, bei ein bisschen anderen Wellenlängen, die halt aber dann nicht ganz so extrem sind. Also es gibt im Prinzip violette Sterne, wir können sie nur nicht sehen, weil das menschliche Auge das sich mit dem Violett so schwer tut. Und das Gleiche gilt für tiefes Rot halt eben auch. So, damit haben wir diese Frage hoffentlich geklärt. Und wie gesagt, ich verweise nochmal darauf passenderweise, wer genau wissen möchte, wie das eigentlich mit dem Regenbogen ist, wie der eigentlich entsteht und was es da sonst noch so an atmosphärischen Erscheinungen gibt, die auch schön anzusehen sind, auch wenn sie vielleicht nicht direkt oben am Sternenhimmel, sondern in unserer Erdatmosphäre passieren, dann schaut doch mal nächste Woche bei Faszia Astro Online rein. Da haben wir nämlich gleich ein Double Feature mit Claudia Hinz vom Arbeitskreis Meteore, die am Dienstag halt eben was uns allgemein zu atmosphärischen Erscheinungen berichtet und am Donnerstag dann nochmal speziell auf sogenannte Halo-Erscheinungen an Eiskristallen eingehen wird, die man jetzt gerade im Winter schön sehen kann. So, und dann bin ich jetzt bereit für eure Fragen. Gut, fangen wir doch mal an mit den braunen Zwergen. Also braune Zwerge sind im Prinzip auch nur dunkelrot. Oder bei den braunen Zwergen ist es ja so, ne, das Problem mit denen ist, die kann man im Hertzsprung-Russell-Diagramm ganz schlecht einordnen. Also die müsste man eigentlich in diesem Diagramm hier ganz, ganz, ganz weit unten und ganz, ganz weit rechts hinschieben. Und genau da landen die auch. Und im Prinzip habt ihr recht, wenn ihr sagt, ja, das wäre dann halt eben so dieses ganz tiefe Rote. Ne? Also letztendlich sowas wie in der Kurve dann halt hier das hier. Ne? Also die 1000-Grad-Kurve hier oder irgendwas dazwischen, so zwischen 3000 und 1000 Grad. Irgendwie hier so in dem Bereich. Stimmt also, ja, diese Sterne sind, ja, oder sind ja eigentlich gar keine richtigen Sterne, sind im Prinzip rötlich. Da kommen dann allerdings noch so ein paar Sachen mit dazu, die die Sache wieder kompliziert machen. Nämlich die Tatsache, dass die braunen Zwerge halt, genau wie die Sonne ja auch, eben nicht solche perfekten schwarzen Strahler sind. Weil, wie gesagt, das ist im Prinzip was sich Physiker als ideale Lichtquelle ausgedacht haben. Sondern dass die Realität bei den braunen Zwergen tatsächlich so ähnlich aussieht, wie das, was unsere Erdatmosphäre macht. Da gibt es nämlich auch jede Menge von solchen Einbrüchen hier, gerade im Infraroten, aber eben auch im sichtbaren Licht. Und das verzerrt das. Das sorgt dann nämlich dafür, dass die additive Farbmischung bei ganz vielen Einbrüchen, wenn da auf einmal ganz, ganz viel von dem Licht fehlt, dann halt auch wieder die Farben verändert. Und dementsprechend kommen da tatsächlich manchmal auch sowas wie wirklich lila Töne raus, wenn nämlich wirklich gar nichts mehr hier von dem Roten, von dem Gelben, von dem Grünen und von dem Blauen übrig bleibt und dann irgendwann nur noch lila übrig ist, dann sehen wir tatsächlich irgendwann auch das. Ne? Und dementsprechend auch sowas kann bei ganz extremen braunen Zwergen, die sehr, sehr weit abgekühlt sind, tatsächlich passieren, weil da dann nämlich in den Atmosphären von denen, in den äußersten Schichten dieses Sterns, sich da die passenden Moleküle bilden, die da einfach alles wegfiltern. So, was haben wir denn als nächstes? Gibt es Personen, die weiter ins Violette oder ins Infrarot sehen können als normale Menschen? Ja, da ist tatsächlich die spannende Frage, was ist denn eigentlich normal? Ne? Also ich würde tatsächlich sogar behaupten, dass diese Kurve, die wir hier haben, dass die halt auch wieder so eine Art Mittelwert ist aus zig Menschen, bei denen man das mal versucht hat zu messen, was übrigens gar nicht so einfach ist. Und da wird es natürlich immer mal wieder Leute geben, bei denen vielleicht zum Beispiel das Blau ein bisschen empfindlicher ist, sich vielleicht auch mal ein bisschen weiter nach rechts verschiebt, ein bisschen weiter nach links verschiebt. Ich habe allerdings noch von niemandem gehört, der jetzt wirklich ganz extreme UV oder ganz extreme Infrarotaugen hätte. Was übrigens spannend an der Sache ist, und da spielt dann tatsächlich auch jede Menge Biologie rein, wie das Auge eigentlich aufgebaut ist und funktioniert. Wenn Babys geboren werden, so in den allerersten Tagen, nachdem die geboren sind, das hat man festgestellt, ist die Blauempfindlichkeit des Auges noch sehr, sehr viel höher. Und dann können die tatsächlich auch UV-Strahlung, also ultraviolettes Licht, wahrnehmen. Das verschwindet allerdings nach wenigen Tagen, weil dann sozusagen durch die UV-Strahlung, die die sehen, die Rezeptoren auch so ein bisschen geschädigt werden. Und dann passt sich das Auge dahingehend an, dass sie sagt, nee, dann machen wir da lieber die Schotten dicht.
Also das weiß man, dass halt auch die das Farbsehen des Menschen sich mit dem Alter verändert. Und gerade diese ersten paar Tage nach der Geburt sind sehr, 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 sehr schwierig. Das ist übrigens ja gar nicht so einfach zu messen, weil so ein Baby kann dir erstens gar nicht sagen, dass es da irgendwas wahrnimmt oder nicht. Da hat man dann halt einfach so Reaktionstests gemacht mit UV-Licht. Insbesondere ist es halt eben auch so, dass Babys noch gar nicht richtig scharf sehen können, nachdem sie erst ein paar Tage alt sind. Aber das kommt dann auch nochmal obendrauf. Was halt übrigens spannend ist, ist, dass das natürlich in der Tierwelt auch nochmal wieder ganz anders sein kann. Da gibt es zum Beispiel Tiere, die haben mehr als diese drei Zapfensorten. Da gibt es Tiere, die haben irgendwie vier davon. Es gibt auch Tiere, die haben nur zwei oder gar keine. Also es gibt Tiere, die können nur schwarz-weiß sehen. Die haben dann nur Stäbchen. Und bei denen, die halt mehr als diese drei Zapfentypen haben, da hat man dann sozusagen mehr als diese drei Farben, die sich hier mischen. Für die müsste man also sich eine ganz andere Farbpalette ausdenken von dem, was die wahrnehmen können. Das ist super spannend. Und wenn man ein Tier fragen könnte, für das das zutrifft, was das eigentlich wahrnimmt, also das stelle ich mir spannend vor, sich da irgendwie mal mit entsprechenden Tieren zu unterhalten, wie die eigentlich ihre Umwelt wahrnehmen. So, was haben wir als nächstes? Jede Kamera hat doch ein gewisses Bildrauschen. Gibt es sowas auch beim menschlichen Auge? Ja, man muss dazu sagen, ich kenne mich da jetzt nicht hundertprozentig im Detail aus. Da fragen wir im Zweifelsfalle nochmal besser einen Biologen oder eine Biologin, die sich da besser auskennt. Auf jeden Fall ist das tatsächlich so, dass man häufiger mal das Gefühl hat, gerade eben im Dunkeln nicht wirklich gut sehen zu können und das Gefühl hat, dass es rauscht. Vor allen Dingen kriegt man das ja auch relativ leicht hin, das Auge überzubelichten. Also wenn man einfach mal sich gezielt hier in eine helle Lichtquelle starrt, dann kriegt man ja so Geistererscheinungen, die sich kurzfristig zumindest auf der Netzhaut eingebrannt haben. Also sowas gibt es ja auch. Dementsprechend, unser menschliches Auge hat da einige Überraschungen auch zu bieten, die ich jetzt im Detail auch gar nicht erklären kann. Es ist auf jeden Fall so, dass man darüber diskutiert tatsächlich, ob das menschliche Auge in der Lage ist, einzelne Photonen, also wirklich einzelne Photonen wahrzunehmen und das auch als Signal an das Gehirn zu geben, dass da ein einzelnes Lichtteilchen gekommen ist. Da steht ein Fragezeichen dran, ob das tatsächlich so ist. Das weiß man nicht hundertprozentig genau. Aber prinzipiell ist das Auge eigentlich ein sehr, sehr empfindlicher Detektor. Und dementsprechend ist halt dann natürlich auch da die Frage, ja, wie kann ich vielleicht ähnlich wie bei einer digitalen Kamera da halt auch ja, falsche Signale auslösen. Ne? Bei Kameras, das Bildrauschen kommt ja dadurch zustande, dass da halt die Elektronik dranhängt und da dann halt entsprechend, wenn man so will, ein statistisches Rauschen oben drauf setzt. Und das gilt für das menschliche Auge im Prinzip natürlich auch. Also so ein Zapfen, so ein Rezeptor, der kann halt eben auch durch Zufall irgendwie mal anspringen, einfach weil das Neuron, das da angesprochen wurde, halt irgendwie anderweitig seine kleine elektrische Ladung abgekriegt hat. Aber wie gesagt, für Detailwissen würde ich da lieber auf die Kolleginnen und Kollegen aus der Biologie verweisen. So, wenn ich auf dem Mars stehe, ist die Sonne dann auch noch gelb oder durch die Atmosphäre anders? Da gibt es tatsächlich Bilder. Geht da mal auf die Suche im Internet, man sieht das, dass die Mars-Atmosphäre andere Farbeffekte hat. Wir haben ja auf der Erde das Blau des Himmels durch Lichtstreuung. Und die Streuung des Lichtes in der Mars-Atmosphäre funktioniert aufgrund der anderen Zusammensetzung und aufgrund des Staubanteils deutlich anders, sodass wir auf dem Mars einen eher orange-rosa Himmel haben, während dann da umgekehrt die Sonne so einen Violettstich hat. Also da passiert sowas Ähnliches. Und dann da auch wieder Ausprägungen unterschiedlich, je nachdem, wie staubig die Atmosphäre gerade ist. Aber guckt euch das mal an. Da gibt es Fotos von den Mars-Rovern, auf denen die Sonne zu sehen ist und wo man dann halt eben auch die Farbigkeit des Himmels sieht, die halt in dem Fall dann halt wirklich typischer Mars-Himmel ist. Und ja, das heißt dann umgekehrt natürlich halt auch, dass was da so an den Himmel gestreut wird, das ist dann etwas, was beim direkten Anblick der Sonne natürlich fehlen muss. So, was haben wir noch? Mit dem Doppler-Effekt lässt sich erkennen,
ob eine Sonne sich auf uns zukommt oder ob sie sich wegbewegt, also blau oder rot erscheint. Dazwischen muss es doch aber auch mal eine grüne Erscheinung geben. Dazu muss man natürlich sagen, diese Verschiebungen, die man da hat, die sind ja jetzt nie gewaltig. Also zumindest bei dem, mit dem man normalerweise bei diesen Dopplerverschiebungen zu tun hat. Denn diese Wellenlängenverschiebung, das sind meistens nur wenige Nanometer. Das wäre sowas wie von grün einen Ticken weiter zu einem anderen Grünton gerückt. Oder halt eben auch in die andere Richtung für normale Sterne, die sich zum Beispiel als Doppelsternsystem umeinander bewegen. Spannend wird das tatsächlich halt eher, wenn wir es nicht mehr mit dem klassischen Doppler-Effekt zu tun haben, im Sinne von, wir betrachten Bewegungen von Sternen oder von Planeten um Sternen, die dann wiederum halt ihre Sterne hin und her wackeln lassen und das als Doppler-Effekt sichtbar machen, sondern wenn wir es halt eben mit kosmologischer Rotverschiebung zu tun haben. Da gab es jetzt tatsächlich gerade gestern eine neue astronomische Veröffentlichung, wo ein Spektrum gezeigt wurde von einem sehr, sehr weit entfernten Objekt mit einer Rotverschiebung, die so stark ist, dass das, was eigentlich im Ultravioletten ist, jetzt im Infraroten ist und vom James Webb Space Telescope gemessen wurde. Also ganz, ganz extrem. Und wenn man solche Rotverschiebungen hat, solche großen Verschiebungen des gesamten Spektrums, da hat man dann natürlich halt auch irgendwann mal eine richtige Farbänderung. Also diese hochrot verschobenen Objekte, bei denen sieht man das auch tatsächlich im Bild an, dass die irgendwann nach rot verschoben sind. Es gilt aber auch hier wieder, für diese Himmelsobjekte gilt normalerweise, auch da haben wir es insgesamt wieder mit einer Farbmischung zu tun. Das heißt, da kommt jetzt nicht irgendwas raus, das nur grün übrig bleibt. Es gibt im Prinzip nur eine einzige Möglichkeit, dass wir Himmelsobjekte in einer einzigen Farbe sehen. Und das wäre zum Beispiel bei Gasnebeln. Und da gibt es zum Beispiel, wenn wir charakteristisch Wasserstoffgas uns angucken, das ist halt eben der eine ganz spezifische Rotton, der zu Wasserstoff gehört, plus die spezifischen Blau- und Violetttöne, die zu Wasserstoff gehören, die das Ganze dann halt eben pink erscheinen lassen. Und für Grün das Gleiche zum Beispiel könnte man mit Sauerstoffgas machen. Und das könnte sich dann halt eben auch sichtbar verschieben. Aber mit Sternen klappt das halt eben nicht, weil die per Definition so eine große Breite an Lichtwellenlängen haben, dass ich nie nur Grün übrig behalten kann. So, hat sich die Pflanzenwelt mit den grünen Blättern entwickelt, weil da das Strahlungsmaximum der Sonne ist? Das könnte man auf den ersten Blick denken. Man muss da jetzt aufpassen. Ne? Also, vorsichtig. Dass wir die Blätter grün sehen, heißt ja eigentlich, dass die Blätter das grüne Sonnenlicht eben nicht verschlucken und irgendwie nutzen können, sondern dass das grüne Sonnenlicht sozusagen von den Blättern zurückreflektiert, zurückgestreut wird und in unserem Auge landet. Also eigentlich ist es eine richtige Reflexion. Und zwar wirklich nur von dem grünen Licht. Das heißt also, in Wirklichkeit verarbeiten die Blätter das rote und das blaue Licht und das grüne bleibt übrig und wird sozusagen wieder zurückgeschickt in alle Richtungen. Und deshalb sieht man die Blätter grün. Das ist tatsächlich auch noch bei den Blättern jeweils je nach Blatt so ein bisschen unterschiedlich, wie es da gibt. Aber in Wirklichkeit verarbeiten die Pflanzen tatsächlich in erster Linie das Blaue und das Rote und gar nicht das Grüne. Mit dem stellen die eigentlich gar nichts an. Und dass das so ist und dass sie nicht alle Farben nutzen, das liegt dann wiederum daran, wie das Chlorophyll funktioniert und was da an Chemie drin steckt. Also an Biochemie dann letztlich wiederum. Also dementsprechend, das mit dem Blattgrün hat in dem Sinne jetzt nicht direkt was mit dem Strahlungsmaximum der Sonne zu tun. Umgekehrt, was vermutlich eben etwas mit dem Strahlungsmaximum der Sonne zu tun hat, ist eben tatsächlich diese Anordnung hier, wie die Empfindlichkeit der einzelnen Zapfen ist. Dass wir also hier wirklich möglichst viel Empfindlichkeit für das Grüne haben und so ein bisschen auch für das Gelbe und das Rote. Das hat die Natur schon gut gemacht, weil da halt eben auch viel da ist. So, haben wir noch weitere Fragen?
So, was haben wir hier noch? Gibt es denn Tabellen, Modelle oder Simulationen, die die Wirkung von UV oder IR in der additiven Farbmischung zeigen? Also, dass man sich die Auswirkungen vorstellen kann. Es gibt eine ganz klassische Auswirkung, die kennt ihr auch alle. Ganz sicher. Und zwar Waschmittel. Nehmt euch ein weißes T-Shirt, das tragt ihr ein paar Mal, wascht es jedes Mal und irgendwann stellt ihr fest, das weiße T-Shirt, das sieht nicht mehr so schön weiß aus, wie es das ursprünglich mal gewesen ist. Und dann kommt der weiße Riese oder welches Waschpulver ihr auch immer verwendet sagt, hey, wenn ihr mit mir als Waschmittel oder mit mir als Bleichmittel wascht, dann sieht mein T-Shirt, das sich so ein bisschen vom Gefühl her eingegilbt hat, einfach weil der Dreck, der da drin ist, nicht mehr perfekt rausgeht, sieht das auf einmal wieder strahlend weiß aus. Was ist passiert? Da sind UV-Aufheller in dem Waschmittel drin. Und das könnt ihr sichtbar machen, wenn ihr mit dem gleichen T-Shirt dann mal in die Diskothek geht, wo man Schwarzlicht hat, wo dann halt nämlich eben auch UV-Strahlung reflektiert wird. Dann leuchten diese weiß gewaschenen T-Shirts dann nämlich so violett auf, weil die UV-Strahlung da dann halt eben auch schön reflektiert wird. Also solche Bleichmittel haben direkte Auswirkungen in der Form, dass sowas dann halt eben auch in die Farbmischung tatsächlich in gewisser Weise noch so ein bisschen mit eingeht, ja. Aber natürlich nicht extrem, denn ab dem Punkt, wo halt das menschliche Auge sowas einfach nicht mehr wahrnimmt, nimmt es das einfach nicht mehr wahr. Aber diese UV-Aufheller, die sind so ein klassisches Beispiel davon, wo man, wenn man hier halt eben in der Kurve ordentlich was draufknallt an Reflexion, dann wird das T-Shirt, was vorher halt gelblich war, auf einmal auch wieder ausgeglichen strahlend weiß. So, kann man Enceladus, also den Saturnmond, als idealen weißen Strahler bezeichnen, weil die Albedo fast bei 1 liegt? Nee, das mit den weißen Strahlern gilt tatsächlich nicht für Körper, die Licht reflektieren, sondern das gilt für Körper, die von sich aus leuchten, also sowas wie die Sonne. Es muss schon was sein, was leuchtet, weil es heiß ist, sonst ist es kein schwarzer Strahler. Also schwarze Strahler ist wirklich Leuchten, dadurch so aus dem Inneren heraus, weil ein Körper eine bestimmte Temperatur hat. Und bei Enceladus ist es ja definitiv so, das, was wir da sehen. Und Albedo ist ja tatsächlich Rückleuchtevermögen von Sonnenlicht. Dementsprechend, das zählt leider nicht. Also ihr braucht wirklich was für einen schwarzen Körper, was von sich aus von selbst leuchtet. So, wie ist das eigentlich? Wenn man 1000 Photonen von 600 Nanometer, also rotes Licht, Wellenlänge, mit 1000 Photonen von 500 Nanometer, grünes Licht, mischt, hat man dann 2000 Photonen mit 550 Nanometer Wellenlänge. Oder sind es dann nur 1000 Photonen? Man hat auch nachher immer noch 1000 Photonen 600 Nanometer und 1000 Photonen 500 Nanometer. Also die Photonen, die verheiraten sich nicht bei der Lichtmischung. Photonen sind Lichtteilchen, die lassen sich nicht so einfach miteinander verheiraten. Wenn ja, funktioniert das nur mit ganz extremen Energien, dass da hinterher Elementarteilchen bei rauskommen und darüber reden wir hier ja nicht. Also Photonen miteinander mischen, Licht miteinander mischen, heißt immer, dass wenn ich da hinterher mit einem Spektroskop komme oder eben halt auch mit Regentropfen, die das Licht hinterher wieder aufspalten können, dass da hinterher dann auch wieder genau die 600 Nanometer und die 500 Nanometer rauskommen. Und die Mischwellenlänge 550, die bildet sich dann nicht. So, wenn Sterne nicht grün sein können, wie kann dann der Komet, der gerade zu sehen ist, grün sein? Ja, der Komet ist tatsächlich so ein Fall von, ich bin nicht so ein schwarzer Körper. Erstmal leuchtet der Komet auch wieder nicht von alleine, der reflektiert ja auch nur Sonnenlicht, aber dessen ausgesandtes Licht von dem, was halt einmal Sonnenlicht ist, das folgt halt in keinster Weise dieser Kurve. Der Teil des Kometen, der einfach nur Sonnenlicht reflektiert, der ist auch wieder grob weiß. Was man dann zusätzlich noch oben drauf hat, ist das Gegenteil der Fraunhofer-Linien hier. Die dunkle Linien, die müssen ja auch irgendwo wieder hin. Und in dem Falle bei dem Kometen hat man es mit Kohlenstoffverbindungen zu tun, die da leuchten. Und Kohlenstoffverbindungen als leuchtendes Gas, die machen das Gegenteil hier
von den dunklen Linien des Fraunhofer-Spektrums. Sie machen das Gleiche in hell, wo es hier dunkel ist und alles andere außen drum herum ist dunkel. Das heißt also, hier haben wir sehr, sehr signifikant bei dem grünen Kometen halt eben leuchtende Kohlenstoffverbindungen. Meistens ist es C2, also ein Kohlenstoffatom, gekoppelt an noch ein Kohlenstoffatom. Und die haben so diesen ganz markanten Türkis-Grünton. Wenn man da auch noch Cyan, also CN, Kohlenstoff mit Stickstoff verbunden hat, dann wird es noch ein bisschen bläulicher. Das kann man manchmal bei Kometen auch sehen. Aber der hier hatte halt wirklich sehr, sehr viel von diesen C2, von diesen Doppelkohlenstoffverbindungen. Und das ist dann halt also wirklich was auf ein bestimmtes leuchtendes Element nur hinweist. Also wie gesagt, so ähnlich wie bei einer Wasserstoffwolke, die halt knallpink ist, auf Fotos zumindest. Wie gesagt, wir sehen es nicht, weil das Auge das mit dem Pink halt auch wieder nicht hinkriegt, weil weder Violett noch Rot besonders gut sind. Aber da kann man also wirklich dann tatsächlich diese extremen Farben auch haben. Und bei dem Kometen gilt das halt, wie gesagt, auch, weil wir es da mit leuchtenden Gasen zu tun haben, die sich ja auf ihre Gasbestandteile zurückführen lassen und wo wir halt nicht so ein Schwarzkörperspektrum halt als Grundlage haben. So, Nachfrage zur Photonenmischung. Also ich glaube, das bezieht sich dann halt auf die 1000 Photonen 600 Nanometer und die 1000 Photonen 500 Nanometer. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Da gibt es doch auch Interferenzen. Ja, die gibt es im Prinzip, aber das hat hier nichts zu sagen und auch das würde nichts an den Wellenlängen der Welle ändern. Also die werden da nicht irgendwie miteinander vermischt. Wirklich, wirklich, wirklich nicht, glaubt's mir. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen und dementsprechend würde ich mich für heute von euch verabschieden und sage nochmal, ja, wenn ihr Näheres wissen wollt zu den Röntgenbögen und was es da sonst noch so gibt in der Erdatmosphäre, dann Dienstag reinschauen und dann gleich Donnerstag auch wieder, wenn es um die Haloerscheinungen geht. Und sagt Tschüss und auf Wiedersehen.